Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz und ich führe euch durch diesen Kurs. So, ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, wir beschäftigen uns jetzt vor allem erstmal mit der optischen Seite. Das wird auch ein relativ langer Abschnitt sein, dass wir, na, ich sag mal so um die 20 Videos brauchen werden, weil ich euch eine ganze Menge zeigen möchte. Worum geht es? Es geht um den Befehl Style, beziehungsweise das Attribut, das hatten wir ja einmal schon kennengelernt, nämlich innerhalb eines HTML-Tags als Attribut und so geschrieben, dass hier hinten eben noch weitere Definitionen drin folgen. Das Ganze kann man aber auch in die Kopfsequenz, also in dieses Head hineinsetzen und da gibt es direkt ein HTML-Tag, das heißt Style und dazwischen sitzen dann die Definitionen, wie mein HTML-Dokument aussehen kann. So, bei dem ersten spricht man von einem Inline-Style, weil das eben direkt in der Zeile drin sitzt, Inline, also in der Linie sitzend. Und bei dem zweiten spricht man von einem Internal-Style, also einem internen Stil. Intern ist der deshalb, weil der für ein ganz bestimmtes HTML-Dokument gilt. Ich zeige euch aber auch noch, dass man das Ganze für eine größere Anzahl an Webseiten extern machen kann. Dann hat man eben tatsächlich ein externes CSS-Dokument und das kann man sich für jedes HTML-Dokument, was man hat, kann man sich das dann auch hineinladen in das HTML-Dokument. Und wenn man das verändert, dann verändert sich auch das gesamte HTML-Dokument bzw. alle HTML-Dokumente, die damit verbunden sind. So, das werden wir alles bekommen und ich zeige euch auch noch, was wir noch machen werden. So, ich hatte hier, das war unsere kleine Website, die wir bisher hergestellt hatten oder dargestellt hatten, alle mit einem Inline-Style und in den folgenden Videos werde ich euch zum Beispiel zeigen, wie man solche Boxen herstellen kann, in die man etwas schreiben kann, wie man die mit verschiedenen Farben unterlegt, dann wie man zum Beispiel hier an der linken Seite seht ihr, dass die Ecken abrundet, wie man die auch unterschiedlich abrundet, wie man zum Beispiel den Text ganz verschieden gestalten kann, also zum Beispiel, wie man die Zeilenabstände zwischen dem Text anders gestalten kann. So, dann zum Beispiel, wie man den Hintergrund mit einem Farbverlauf unterlegt oder wie man zum Beispiel eine Schrift oder um eine Schrift so einen eine Umrandung erzeugt oder auch einen Schatten kann man machen. Dann verschiedene Schrifttypen, wie man sagen kann, okay, ich brauche jetzt dies und diese Schriftart und ich brauche die zum Beispiel mit kleinen Großbuchstaben dahinter, also mit sogenannten Kapitelchen. Dann zum Beispiel, wie man sich solche Knöpfe erstellt. So, da habe ich jetzt mal, sieht scheußlich aus, aber okay, zur Demonstration ist es ja gut, Linien oben drüber setzt, dann wie man einen Text auch komplett umdrehen kann, also man kann den in jeden möglichen Winkel hineinsetzen, das zeige ich euch. Hintergrundbilder, wie zum Beispiel hier dieses Minecraft-Bild, was hier drin sitzt, und da kann man dann Text reinschreiben zum Beispiel, oder auch zum Beispiel hier unten diese schicken Blöcke, die auf der einen Seite eben so eine rote Markierung haben oder so einen kleinen roten Rand, der eben sagt, okay, hier ist irgendetwas ganz wichtig oder hier ist ein zentraler Merksatz und so weiter und so fort. Ich werde euch noch eine ganze Menge mehr zeigen und das Ganze, wenn man das mal ein bisschen ordentlicher machen will, das könnte dann zum Beispiel so aussehen, hier habe ich einen Kopf mit einer Überschrift, hier habe ich mal so ein weiße Umrandung genommen, die das Ganze dann abgrenzt vom Bild, sodass man dieses mein,
Minecraft die Überschrift besser sieht. Dann habt ihr hier eine Menüleiste, die reagiert darauf, wenn man mit der Maus drüber fährt. Und da könnte man dann eben auch direkt einen Link reinsetzen, dass man zu einer Unterseite kommt oder vielleicht auch zu einem Abschnitt hier in der Hauptseite springen kann. Hier habe ich eine kleine Infobox drin und eben meinen Haupttext. So, und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, die man, also das kann man alles, so was ich euch jetzt hier so gezeigt habe, eben mit CSS machen. Und eventuell auch, das ist jetzt vielleicht noch nicht so ganz interessant für euch, aber vielleicht später, wenn man dann sagt, ich möchte den Stil meiner Website überarbeiten, dann geht das relativ rasch, wenn man so ein externes CSS-Dokument benutzt und sagt, so, ich möchte jetzt alles ganz anders haben. Man braucht das HTML meist überhaupt nicht umzuschreiben und kann sich das Ganze vollkommen anders gestalten, einen ganz anderen Rahmen bringen. Gut, aber das ist sozusagen das, was dann so am Ende rauskommen soll. Wir werden ganz langsam vorgehen und ich werde alles gründlich erklären. So, wir gehen erstmal in unser Dokument hinein. So, und hier in unserem Dokument, da hatten wir ja schon diesen Inline-Style benutzt. Wo schreibe ich nun den ganz normalen Style hin oder den HTML-Befehl? Den schreibe ich hier oben in den Kopf hinein. So, also im Prinzip in den Teil, wo ganz viel definiert wird. So, und da muss ich nichts anderes machen, als erstmal die beiden HTML-Tags hineinzuschreiben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sagen will, gut, meine Überschriften, die sollen immer eine rote Schrift haben und einen schwarzen Hintergrund, dann kann ich das ganz einfach machen. Ich gehe einfach hier hin, sage H1, also für die erste Überschrift. Ich mache eine geschweifte Klammer auf, schreibe hinein Color, Doppelpunkt, Red für Rot und beende das mit dem Semikolon. Das ist genauso wie in dem Inline-Style. Dann schreibe ich hinein Background, Color, Doppelpunkt, Black, Semikolon. Und schließe das Ganze, das muss ich unbedingt machen, mit einer geschweiften Klammer. So, was bringt uns das jetzt? Das Erste, was uns das bringt, ist, dass ich sagen kann, hier den Inline-Style, den kann ich jetzt rauslöschen. Den brauche ich nicht mehr, weil ich habe mir meine Überschrift so definiert, dass das hier einfach nur nochmal dasselbe tun würde. So, also weg damit. Das heißt, der Körper oder im Body wird wesentlich weniger zu schreiben sein. Das wäre nun nicht der einzige Vorteil, sondern ich kann zum Beispiel sagen, okay, hier unten brauche ich noch eine zweite Überschrift. So, da soll jetzt was Neues beginnen. Und das soll genauso in demselben Stil dargestellt werden. Und da muss ich jetzt einfach nur noch eine zweite Überschrift definieren und brauche gar nichts mehr zu tun. Ich brauche keine Elemente oder keine Farbe und nichts zu verändern. So, und gehe jetzt einfach hier auf meine Internetseite. So hat es vorher ausgesehen. Und jetzt müsste hier unten eine zweite Überschrift auftauchen, die mit einer roten Schrift und einem schwarzen Hintergrund ist. Und siehe da. Genau das ist passiert. Das ist besonders nützlich, wenn man eben viele gleiche Elemente hat. So, wenn man sagt, also meine Überschriften sollen überall genau so definiert sein oder so aussehen. Und dann kann man sich eine Überschrift einfach in einem Style, hier oben in dem Style-Block, definieren und muss nicht jedes Mal ein neues Inline-Element setzen. Gut. Das war's für diesmal. Beim nächsten Mal zeige ich euch erstmal, wie
wie man den Text selber verändert, wie man den größer macht, kleiner macht, wie man andere Schriftart wählt und so weiter und so fort. Und dann kommen wir aber auch zu solchen schicken Sachen, wie zum Beispiel, dass man sich Umrandungen setzt, Knöpfe und so weiter. Aber das kommt dann alles noch wesentlich später. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.